los geht's nach Lübars. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Das ist so schön hier. Ich könnte den ganzen Tag Videos drehen. Also hier ist wirklich richtig geil. Das ist wie so ein Dorf in Berlin, wisst ihr? Sehr, sehr angenehm. Lübars übrigens. Moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem kleinen Infovideo. Und zwar beginnt ja schon nächsten Dienstag die diesjährige Poland & Sound 2017. Und da gibt es ein paar Infos für euch. Und zwar dürft ihr euch wieder aussuchen, welche Videos ihr sehen möchtet, von welchem Stand, von welcher Marke. Sicher kann ich schon mal sagen, ich werde auf jeden Fall ausführliche Videos machen von D&B Audiotechnik, auf jeden Fall wieder von Voice Acoustic, ist ja klar, die haben auch wieder neue Boxen rausgebracht, von Void Acoustics, von Seebock Acoustic Line, falls ich es schon gesagt habe, und von L&T's zur neuen D-Live Kompakt-Serie, wahrscheinlich wieder mit dem Johannes. Also unten in die Kommentare schreiben, welche Videos ihr sehen möchtet. Vielleicht lässt sich ja spontan noch was klären. Aber bitte nicht sauer sein, wenn ich jetzt nicht jedes Video schaffe oder manche sie nicht gefilmt werden wollen. Das müssen wir einfach so akzeptieren. Des Weiteren haben Jan und ich einen Livestream geplant, wo wir über die Messe laufen und ihr das Ganze live auf Facebook bei ihm verfolgen könnt. Alle weiteren Infos dafür oder dazu in der Videobeschreibung. Ich denke, das wird sehr lustig. Klären wir jetzt nun mal den Timetable der diesjährigen Messe. Und zwar werde ich versuchen, ich hoffe, das schaffe ich, jeden Tag 12 Uhr ein Video von einem Stand rauszubringen. Also sei es D&B Audiotechnik oder sei es Voice Acoustic. Und jeden Abend, so zwischen 18 und 20 Uhr, ein Daily Vlog, was wir so erlebt haben, wie lustig es war und was weiß ich, oder wo ich Abonnenten getroffen habe. Diese ganzen Dinge könnt ihr praktisch dort sehen. Ich denke, das wird sehr witzig. Ich will die auch nicht zu lange halten, dass es noch spannend bleibt, aber ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt in der kommenden Woche über viele Videos freuen. Bitte daran denken, auch an die Gewinner. Am Freitag ist 16.30 Uhr das User-Treffen am Stand von Scheinecke Showtechnik. Alle weiteren Infos dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Also wer noch mitmachen möchte, dann geht am besten auf das Facebook-Event und klickt entweder interessiert oder zusagen, wenn ihr wirklich zusagt, weil wir müssen ungefähr wissen, wie viele tatsächlich kommen. Ich freue mich auch schon mega auf Schnitzel essen. Danke Jan dafür, dass ich mitkommen darf. Geil, Donnerstag. Lecker. Eigentlich würde ich gerne hier bleiben. So Zelt aufschlagen, ein bisschen campen, so super. Dann nochmal zur Info an alle Abonnenten und Zuschauer. Wenn ihr mich seht, wenn ihr Jan seht, nicht von wegen, nee, ich steuere jetzt mal nicht, außer ich drehe gerade wirklich ein Video, damit ihr jetzt nicht vor die Kamera und hallo, hallo, hallo. Wenn ihr uns seht und reden möchtet, wir wollen ja natürlich niemanden dazu erzwingen, einfach hallo, Nico und so, einfach anquatschen, wir beißen nicht, auf keinen Fall. Ich kenne das selber, wenn ich jetzt irgendwie Felix Bar sehe auf irgendeiner Messe oder irgendwelche anderen Leute, dann denke ich mir auch immer so, nee, die quatschen mal lieber nicht an, die werden sich doch bestimmt gestört fühlen. Nein, bei uns nicht. Einfach anlabern, kein Thema. Ist ja auch nicht so, als wenn wir jetzt übelst prominent, aber wir sagen es lieber an, bevor dann jemand das nicht machen will. Also, wisst ihr, so, jetzt ist nicht denken, wir sind abgehoben. So, Sonne ist fast unten, wir haben es gerade so geschafft, zum Glück haben wir es wieder noch geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder und vor allem bei den Messevideos. Wie gesagt, nochmal alle Ideen und Wünsche in die Kommentarbox schreiben, werde ich mir auf jeden Fall durchlesen und hoffentlich auch alle Wünsche weitestgehend erfüllen. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche bei den Messevideos, haut da rein, ich freue mich auf jeden Fall sehr, bis dann, ciao, ciao.